Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das elektrische Feld. Wir sprechen über den Kondensator. Kondensator, haben wir gelernt, was das ist. Ja. Ein Bauelement, dessen wesentliche Eigenschaft die Kapazität ist. Kapazität ist die Ladungsspeicherfähigkeit von einem Teil von zwei untereinander isolierten Leitern. Anordnungen von Leitern. Einen Plattenkondensator haben wir genauer gemacht. Und jetzt wollen wir sie anschauen. Was passiert, wenn ich so Elemente hintereinander schalte? Kapazitäten hintereinander schalten, Kondensatoren hintereinander schalten. Ihr habt das da schon ein bisschen aufgezeichnet. Gell? Was wir machen wollen, ist das gleiche, wie wir mit Widerständen gemacht haben. Also wir haben hier eine Serienschaltung oder Reihenschaltung von drei Kondensatoren, C1, C2, C3. C ist das Zeichen für Kondensator, ja, Formelzeichen, so wie R für einen Widerstand war. Und das wollen wir ersetzen durch einen einzelnen C, der die gleichen Eigenschaften hat praktisch. Ja. Also, schauen wir uns das an. Machen wir einfach einmal eine Masche. Ja. Legen wir hier die Masche hier so rein. Schauen wir uns das an, was da mit den Spannungen passieren muss. Ja. Da haben wir die Masche 1. Fangen wir an, U0 minus U3 minus U2 minus U1 ist gleich 0 Volt in dem Fall. Ja? Und was haben wir da drüben? Haben wir ebenfalls hier die Masche. Da haben wir U0 minus U ist gleich 0 Volt. Ja? Das heißt, da U0 ist gleich U1 plus U2 plus U3, ja, das habe ich da jetzt einfach auf die andere Seite gebracht und da U0 ist gleich U. Das heißt, mein U, das ist schon mal eine Bedingung, ja, mein U ist gleich U1 plus U2 plus U3 plus, wenn wir mehrere haben, plus UN. Ja, das würde ja dann praktisch genauso sein. Ja. Das mache ich noch so in geschwungener Klammer, dass wir sehen, ja, das haben wir jetzt einfach extrapoliert, ja, erweitert. So, dann wissen wir natürlich, dass die Kapazität ist ja das Verhältnis. Wir haben ja immer die Formel gehabt, Q ist C mal U. Ja. Das heißt, mein U an und für sich wäre ja Q durch C. Ja. Jetzt ist der Kondensator da aufgeladen auf eine Ladungsmenge Q. Ja. Der hat die Ladungsmenge Q1, der hat die Ladungsmenge Q2, der hat die Ladungsmenge Q3. Okay? Das heißt, eigentlich was hier steht, ja, ist ja Q durch C ist gleich Q1 durch C1 plus Q2 durch C2 plus Q3 durch C3 und dann machen wir wieder da geschwungene, also eckige Klammer plus Qn durch Cn. Und jetzt überlegen wir uns einmal was mit den Qs. Okay? Wir überlegen uns, was los ist mit den Qs. Und zwar, die Qs werden ja gebildet durch den Strom, der hier reinrinnt. Okay? Der Strom, der hier in den Kondensator hineinrinnt, rinnt da unten wieder raus. Und der rinnt auch in den Kondensator 2 hinein und unten wieder hinaus. Und der rinnt auch durch den Kondensator 3 hinein und unten wieder hinaus. Und zwar gleichzeitig. Das bedeutet, wenn der Strom eine gewisse Zeit lang rinnt, hat der überall die gleiche Ladungsmenge zugeführt. Okay? Also wenn der Strom da eine gewisse Zeit lang rinnt, I mal T, ja, Q1 ist I mal T, Q2 ist I mal T, Q3 ist I mal T, alles ist der gleiche Strom, lädt in der gleichen Zeit alle Kondensatoren auf die gleiche Spannung auf. Die gleiche Ladung. Das bedeutet, mein Q1 muss genauso groß sein wie mein Q2, muss genauso groß sein wie mein Q3.
und so weiter. Und das ist alles gleich der Ladungsmenge Q, weil da ist der Strom ja genauso lang grüner und hat die gleiche Ladungsmenge transportiert. Okay? Ja? Der I mal D ist gleich konstant in allen Kondensatoren. Okay? Das bedeutet, eigentlich steht ja hier Q durch C ist gleich Q durch C1 plus Q durch C2 plus Q durch C3 und dann bloß irgendwas plus Q durch Cn. Okay, jetzt kann ich durch Q dividieren und was herauskommt an und für sich ist schon das Gesetz für die Serienschaltung des Kondensators. 1 durch C ist gleich 1 durch C1 plus 1 durch C2 plus 1 durch C3 plus 1 durch Cn. Also, wenn n Kondensatoren in Serie geschaltet sind, kann ich mir die Gesamtkapazität so ausrechnen. Und erinnern wir uns an den Widerstand. Der Gesamtwiderstand, das schaut ja genauso aus wie die Parallelschaltung beim Widerstand. Gell? Und der Parallelschaltung vom Widerstand ist der Widerstand gesunken. Also wird er auch hier sinken. Gell? Das heißt, die Gesamtkapazität einer Serienschaltung an Kondensatoren, ja, wird kleiner. Interessant, gell? Haben wir mehrere Kondensatoren hintereinander geschalten und trotzdem wird es kleiner. Ja? Wir können das auch anders überprüfen. Ja? Wir können zum Beispiel sagen, wir haben hier, stellen wir uns vor, wir haben einen Kondensator C1, Plattenkondensator, und wir haben einen zweiten Plattenkondensator C2. Zeichen das extra so. Ja? Und zwar haben die beide die gleiche Fläche. Ja? Aber der Abstand da ist anders. Ja? Der eine hat da D1 und der andere hat da D2. Also das ist der C1 und das ist der C2. Ja? Wir haben die Formel für den Plattenkondensator gehabt. Ja? Also C1 wäre ja dann praktisch Epsilon. Sagen wir, da ist ja das gleiche Epsilon drin, das gleiche Material, Epsilon durch A, dividiert durch D1. Okay? Und C2 wäre Epsilon mal A dividiert durch D2. Okay? Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfasse, ja, jetzt wende ich diese Formel hier an. 1 durch C ist gleich 1 durch C1 plus 1 durch C2. Ja. Das heißt, ich habe da praktisch 1 durch C1 ist der Kehrwert, D1 dividiert durch Epsilon mal A. Ja. Und plus D2 dividiert durch Epsilon mal A. Ja. Das ist D1 plus D2 dividiert durch Epsilon mal A. Okay? Und wenn ich jetzt sage, dass D1 zu D2, das ist gleich D dividiert durch Epsilon mal A, komme ich drauf, dass C gleich Epsilon mal A dividiert durch D, das ist Epsilon mal A dividiert durch D1 plus D2. Ja? Das heißt, meine Gesamtkapazität, ja, die sich bildet, kann ich mir so vorstellen, dass, zeichne das da rum her, dass praktisch hier der C1 ist, diese Platte, so zusammengeschoben, ja? Also zusammengeschoben, und dann ergibt sich daraus ein Gesamtkondensator, der einfach einen größeren Abstand hat. Okay? Das da, richten wir das wieder hin, das da ist jetzt der C. Ja? Und da habe ich ja D.
Und das ist D1 plus D2. Also so kann ich mir das vielleicht vorstellen, dass die Kapazität weniger wird. Okay? Also es wirkt praktisch so, wie wenn sich der Plattenabstand vergrößern würde, weil mehrere hintereinander schaltet. Selbst wenn alles andere gleich ist, also wenn die Fläche gleich ist und die Elektrikum da drinnen, das Material da drinnen, dann wirkt es einfach so, wie wenn ich den Plattenabstand vergrößern würde. Okay. Ja, schaut gut aus. Ja. Das ist die Serienschaltung, das ist das zugehörige Gesetz, das ist die Serienschaltung. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wie das mit der Parallelschaltung ist. Also waren ja die Widerstände nicht hintereinander, sondern Widerstände. Kondensatoren, weil die Widerstände wissen wir selber schon. Die Kondensatoren nicht hintereinander, sondern nebeneinander schalten. Parallelschaltung. Thema des nächsten Videos. Für dieses Video sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.